Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück bei Paper Mario. Es geht wieder weiter. Wir sind im letzten Part in Bowsers Festung eingedrungen und stehen gerade vor einem Wachtor. Was ist los mit dir? Hast du etwa Angst? Schnell, stell dich vor mich, wenn du hier durch willst. Ich kann nicht den ganzen Tag lang warten, bis du deinen Hintern hierher geschwungen hast. Warum nicht? Was passiert denn, wenn ich nichts mache? Mal ganz kurz warten. Das scheint ihn ja ein bisschen aufzuregen. Soll ich wieder gehen? Soll ich wieder gehen? Na gut, komm, wir machen's. Was ist mit dir? Du willst hier durch, oder? Ja. Du stehst nun also genau vor mir? Okay, dann lasse ich dich durch. Oh. Okay, ich sehe schon, da können wir auf jeden Fall was sprengen. Hätte es noch eine andere Möglichkeit gegeben? Wahaha, du bist darauf reingefallen, Wurm. Du wirst niemals auf diesen ausbruchssicheren Gefängnis entkommen. Versuch, was du willst. Du wirst dich nur verausgaben. Ich sag dir was. Wenn du es nochmals bis hierher schaffst, lasse ich dich passieren. Wie gefällt dir das? Und ich weiß, dass du es niemals schaffen wirst. Ich hoffe, du verbringst da unten eine schöne Zeit mit Heulen und Zähneklappern. Heilen wir uns erstmal, würde ich sagen. Let's go. Okay, what? Hast du hier was? Nö, ne? Aber die Dinger hier können wir doch kaputt machen. Das müsste, glaube ich, gehen. Kriegen wir hier noch einen Shake. Das gefällt mir sehr gut. Und das stellt... Vergiftung und Verschrumpfung. Okay, Verschrumpfung. Hallo? Mario, du bist gekommen, um uns zu retten. Ich wusste, du würdest kommen. Alle Jots hier haben früher im Pilzpalast gearbeitet. Die Prinzessin ist nicht hier. Ich glaube, sie wird irgendwo anders festgehalten. Mario, mach dir keine Sorgen um uns. Das Einzige, was zählt, ist die Rettung von Prinzessin Peach. Nee, ihr seid auch wichtig. Ich kann es noch immer nicht fassen, dass der gesamte Palast während des Empfangs entführt wurde. Ich weiß, dass es im Grunde nur um die Entführung der Prinzessin geht, aber trotzdem. Nur ein Bösewicht wie Bowser könnte zu so etwas in der Lage sein. Dafür muss er zahlen. Das wäre alles nicht passiert, wenn unsere Verteidigung besser gewesen wäre. Ich weiß nicht, wie ich mich jemals dafür bei der Prinzessin entschuldigen kann. Aber das ist jetzt nicht von Bedeutung. Ihre Rettung ist momentan alles, was zählt. Oh Mario, endlich bist du gekommen. Wie du sehen kannst, befinden wir uns in einer sehr schlimmen Lage. Keiner weiß, wo sich Prinzessin Peach aufhält und ihr wunderschönes Schloss wimmelt vor Bowsers Krötenabbaum. Nichts erfüllt mein Herz mit größerer Freude, als in diesem Schloss zu dienen, aber momentan kann ich nichts tun. Wir haben keine andere Wahl, als uns auf dich zu verlassen, Mario. Bitte rette uns, unsere geliebte Prinzessin Peach. Okay, wir sind natürlich nicht dumm, wir haben hier schon die sprengbare Wand gesehen. Let's go, Bombetto, Sprengo. So erledigt. Es ist der rein... so erledigt. So ist das reinste Kinderspiel, diese Wände zu zerstören. Das Mauerwerk ist so schön locker. Das ist viel einfacher als bei den Wänden in der Festung der Koopa-Brüder. Du kannst richtig froh sein, dass du mich dabei hast. Das stimmt. Bin ich auch. Okay, weiter geht's. Safe Point nehmen wir auch noch mit. Geilo. Nächste Ebene. Komm ich doch rüber? Jo. No. Okay, besser timen. Ich kann mal Watt ausrüsten, vielleicht sieht er irgendwo was Unsichtbares. Okay, da muss ich glaube ich richtig schnell sein. Nein, beim letzten. Shit. Oh, ja, zack und zack. Okay, das war's. Weiter geht's. Okay, da brauchen wir Cooper. Und erstmal ein Schluck Kaffee, Leute. So. Was erwartet uns hier in dieser Festung? Aktuell waren das ja nur ein paar Sprungeinlagen. Aber ist das diese Falle, von der Bowser geredet hat?
Oder gibt es da noch mehr? Okay, hier müssen wir, glaube ich, erstmal rüberfliegen. Ich glaube, diese ganzen Lava-Ecken, die wir gerade sehen, da müssen wir nochmal lang. Sieht für mich zumindest sehr danach aus. So. Okay, wie mache ich das? Lucky Lester? Kann der über Lava fahren? Ah, okay. Alles klar. Dann kann der ja noch weiterfahren, oder? Oh ne, der kann nicht lange über Lava fahren. Merkt man, der wird langsamer. Ah, könnte ich jetzt theoretisch hier reinfahren? Okay, da kann ich rein. Aber ich komme nicht hoch. Shit! Okay. Ist also doch eher was für später? Und weiter geht's. Okay. Das ist jetzt wieder Power-Carry-Einsatz. Also hier muss ich nochmal alles einsetzen, was ich habe. Ich merke schon. Alter, das sind ja hier richtige Sprungeinlagen. Was ist denn hier los? Okay, wir haben es geschafft. Jetzt müsste bestimmt... Wir haben es immer noch nicht geschafft. Jetzt müsste bestimmt bald einen Raum kommen, wo wir die Lava ablassen können. Da müssen wir diesen ganzen Weg auch wieder zurücklatschen. Das sieht zumindest sehr stark für mich danach aus. Okay. Aber das ist doch nur so ein Wundertütending, oder? Das braucht man ja nicht unbedingt. Ich habe eher eh keinen Platz mehr. Oder? Zack. Mysterium, ja. Das brauchen wir ja nicht. Weg damit. Nein! Weg damit! Das müsste verbrennen! Lucky Lester, let's go! Okay, da haben wir... Okay, wir kriegen hier einfach ein paar random Items zugeworfen. Braucht man natürlich alles nicht. Okay, das sind... Okay, ich sehe schon. Ich sehe schon, wir müssen hier unsichtbar werden. Zum Glück haben wir ja jeden dabei, der eine krasse, besondere Fähigkeit hat. Und dann hier wieder fliegen. Alter, was ein Parcours hier. Hier musst du wirklich nochmal alles machen. Jede Fähigkeit einsetzen, die geht. So, und hier jetzt wieder mit Lucky Lester. Jo, da ist nur ein Schloss. Was ein Schloss. Okay, da oben stehen wieder Wachen. Oh, sehr viele. Oh, Mario ist hier. Was sollen wir in einer derartigen Situation noch machen? Kami Cooper hat uns zwei Instruktionen erteilt, aber ich kann mich gar nichts erinnern. Ich glaube, sie hat uns gesagt, dass wir ihn nicht an diesen Schalter lassen sollen. Oh. Nein, heißt das etwa, dass wir gegen ihn kämpfen müssen? Nein, er wird den Boden mit uns aufwischen. Hört auf mit dem Gejammer. Wer sagt, dass wir uns vor Mario Angst haben müssen? Der ist ja gar nicht so stark. Was auch immer geschieht, wir dürfen nicht zulassen, dass er diesen Schalter betätigt. Kümmert euch. Denkt gar nicht, dass König Bowser unsere Hilfe braucht. Kommt schon, schnappt euch diesen Klempner. Zeigt ihm, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Wow, wir haben keine Wahl, wir müssen tapfer sein, wir müssen... Attacke! Okay. Ne, ist ja ein easy fight, oder? Zack, zack, zack. Bam. Ach, den da hinten kenne ich noch gar nicht. Okay, interessant. Warum kenne ich den noch nicht? Also ich denke, das überlebt er nicht da hinten, oder? Und wenn, dann rennt er wahrscheinlich weg.
So, alle tot. Nee, er hat überlebt. Alles klar. Ja, da haut er ab. So kenne ich die. Diese Magier. Ist ja immer so. Okay. Geplättet. Schalter. Lava wird abgelassen, ne? Ja, das war irgendwie klar. Oh, jetzt ist auch ganz schön dunkel geworden. Hey, die Lava scheint ausgehärtet zu sein. Jetzt können wir darauf gehen. Los geht's, Mario. Sieht trotzdem heiß aus. Okay, warte mal. Hier sieht's irgendwie aus, als ob hier was Unsichtbares schweben würde. Mal gucken. Okay. Scheinbar nicht. Das ist ein kleines Loch. Kann ich hier hochhüpfen? Jo. Okay. Jetzt könnte ich mir auch die ganzen einzelnen Sachen hier holen. Aber wir sind eh voll und ich brauche gerade keine Items. Theoretisch. Warte mal, was habe ich denn gerade noch für Items? Nö, brauche ich ehrlich gesagt alles nicht. Weiter geht's. Was? Nein? Na egal. Ich denke, das brauche ich auch nicht. Ich wollte eigentlich What nehmen. Hab mich wohl verdrückt. Okay, da kommen wir jetzt auch hoch. Cool. Let's go. Okay, ein neuer Schlüssel. Ja. Das heißt, wir müssten jetzt wieder zurückgehen, aber ich laufe nochmal ganz vor. Ich will nochmal gucken, ob irgendwas auf dem Weg dahinterwärts lauert und auf uns wartet, ob wir noch irgendwas machen können. Ich denke, das ist okay, ne? Einfach nochmal kurz abchecken. Vielleicht liegt ja irgendwas rum. Man weiß es ja nicht. Guck mal, da unten geht es nämlich auch weiter. Okay, hier geht's so zum Speicherpunkt, aber hier unten geht's weiter. Ich hätte jetzt auch einfach zurückgehen können, aber hier gibt's sowas. Denn es gibt hier... einen Block. Ach ja, ich komme jetzt... Ah, hier komme ich jetzt hin. Ist der unsichtbar? Nee. Ja, das ist auf jeden Fall besser als das Tonic. Jetzt haben wir 4 von diesen Pilzen, ne? Das heißt, wir können 4-mal wiederbelebt werden. Heilige Scheiße. Okay, wo führt das Ganze hier noch hin? Was passiert hier noch? Wir latschen hier komplett auf der Außenwand lang. Können wir jetzt da hoch? Ja, sieht so aus. Okay, was passiert hier? Ja, ein Orden. Meditationsorden. Fokuskommando lädt die Sternenergie mehr auf. Achso. Ja, gut. Aber das war's hier auch, ne? Ja. Okay, wir haben noch einen Orden bekommen. Damit haben wir jetzt 72? 82? I'm not sure. Babam, babam. Ja, okay, dann sind wir hier auch erstmal fertig. Ich denke zumindest, dass es hier nichts mehr gibt. Ich werde mich aber, jetzt wo wir gerade nochmal an der Stelle sind, glaube ich, nochmal aufladen. Nur mit BP und KP. Ich glaube, das ist gerade ein guter Punkt, das zu machen. Und dann geht's durchs nächste Türchen. Ihr könnt jetzt auch raus übrigens, falls ihr Bock habt. So, hier nochmal saven. Und dann weiter geht's. Aber schön. Schön noch einen Orden abgegriffen. Gut, dass ich nochmal zurückgegangen bin. Die Musik. Ich weiß nicht, also ihr habt bestimmt dasselbe, wenn ihr so ein Nintendo-Spiel zockt.
könnte man die Musik die ganze Zeit so mitsummen, oder? Das ist einfach, könnte man den ganzen Tag machen. Gerade bei Mario und bei Zelda ist das halt besonders schlimm. Ba, 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 ba. Und ohne die Musik wäre halt so ein Spiel auch nichts. Es ist halt einfach so, ne? Wenn das jetzt hier einfach nur still wäre, ne? Oder irgendeine komische andere Musik da rumdallern würde, das wäre halt einfach nicht so geil. Die Musik passt hier einfach on point. Die ist halt geil. So, neue Tür, neues Glück. Schauen wir mal, was da drin ist. Okay, da brauche ich ja sowieso ihn. Oh, warum ist denn hier so golden? Was ist denn hier los? Warte mal, kann ich hier runter? Kann ich da runter? Nö. Hä, was ist denn das jetzt? Oh Gott, schon wieder neue Gegner. Aber da sind auch wieder Gegner, die man mit dem... Okay, da kann ich auch drauf springen. Ne? Mach mal deine Stacheln weg. Freundchen! Jetzt. Zack. Okay, cool. Ja, das sind auf jeden Fall Gegner. Da muss man wieder, denke ich mal, auch mit dem Hammer arbeiten. Das passt, glaube ich, ganz gut. So, die Sache ist halt... Ups. Mitglied wechseln. Ich werde sie gleich mal scannen. Ah ja, jetzt wird es auch dunkel. Ich kann die nicht scannen. Shit. Ja, das ist dumm. Aber da kann ich auch gar nichts machen. Ich brauche Watt. Ich kann nur mit Watt angreifen. Kann ich die irgendwann anders scannen noch? So, der war down. Ha. Ich hau einfach nochmal mit dem Hammer drauf. Bam. Okay. Ich hoffe, ich sehe die nochmal bei Tageslicht oder so. Aber das hat jetzt so an sich ganz gut geklappt eigentlich. So, was ist denn das hier für eine Grotte? Wo sind wir denn jetzt hier schon wieder hingeraten? Okay, da kann ich rüberfliegen. Im Dunkeln muss ich jetzt rüberfliegen. Du Scheiße. Nee. Jetzt nehme ich Watt wieder. Alter. Was ist das denn jetzt hier? Das nimmt sehr komische Begebenheiten an hier. Nein. Ja, ich habe mal erwischt. Geil. Okay. Wir machen wieder wie eben. Das hat eigentlich ganz gut geklappt. So, die fallen auch alle um. Ich kann halt nichts anderes machen, ne? Ich muss... Paralysiert alle Gegner. Ja, ich muss die einzeln besiegen. Kann man nichts machen. Zack, bam. So, die tauchen jetzt wieder auf, aber auf die kann ich beide draufspringen. Theoretisch. Oh. Ja, okay, ne, hat gut geklappt. Und dann hier nochmal den Elektrohieb. Und weg damit. Interessante Gegner auf jeden Fall. Aber blöd, dass ich sie nicht scannen kann. Ich hätte gerne irgendwo eine schöne Lampe. Okay, da haben wir noch einen Block. Warte, da gehe ich jetzt mal hoch. Das ist optional. Aber da ist wahrscheinlich eh nur ein Item drin. Deswegen, warte mal kurz. Wir haben gerade... Ja, ich würde mal die BP nehmen. So. Ein Power-Up. Okay, der ist nicht schlecht. Da kann ich solche Gegner nämlich auch auf den Rücken werfen. Aber... ja, wir haben halt auch den Hammer. Dementsprechend ist das sowieso ein bisschen sinnlos. Okay, wir müssen wieder im Unsichtbaren fliegen, im Dunklen.
Und ich verabschiede mich auch schon mal, liebe Leute, denn der Part endet hier. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren und beim nächsten Mal wieder einschalten zu Paper Mario. Dann geht's hier weiter in der dunklen Höhlengrotte bei den Stalaktiten. So, das haben wir geschafft. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.